So, ich möchte jetzt zeigen, wie ich die Online-Version von Anki nutzen kann, was für Möglichkeiten es also gibt, wenn ich mich angemeldet habe, und dann natürlich auch zeigen, wie ich selber eigene Kartenstapel erstelle. Zunächst mal, ich habe mich schon angemeldet. Ihr erinnert euch, als ich das letzte Mal hier auf Synchronisieren ge geklickt habe, kam da ein Feld, wo ich mich anmelden musste. Das habe ich inzwischen gemacht. Ich bin jetzt hier auf Anki Web. Und wenn ich mich angemeldet habe, gibt es hier ein Kartenstapel. Das sind halt leider englische Begriffe. Dieser Kartenstapel ist leer und ich werde quasi gleich aufgefordert, hier was einzugeben. Allerdings würde ich euch raten, es eher zu Hause zu machen. Natürlich, man kann, wenn man gerade vielleicht nichts Besseres zu tun hat, das auch hier machen, aber die Eingabemöglichkeiten in dem PC-Programm sind einfach sehr viel komfortabler. So, wichtig ist aber, ich habe jetzt momentan also nur einen Kartenstapel MyDeck, das ist der Name. Momentan, das ist allerdings ein leerer Kartenstapel. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in das Programm, das PC-Programm von Anki. Wir führen eine Synchronisierung durch. Also ein paar Informationen, die ich jetzt gerade nicht unbedingt brauche. So, und da sieht man, die Daten werden hochgeladen. Wir schauen mal im Internet, in Anki Web, ob jetzt auch mehr Decks, also Kartenstapel da sind. Das ist jetzt hier also der Fall. Das heißt, na gut, abgesehen, dass das nicht richtig angezeigt wird, ist also das jetzt hier vorhanden. Ich könnte es zum Beispiel eben auch lernen. Man sieht hier, es wird alles auch angezeigt und ich könnte dann hier weiter lernen. Das war Abu Dhabi. So, das war das eine, was ich für heute noch wiederholen musste. Ansonsten habe ich ähnliche Funktionen wie eben am PC-Programm. Wichtiger ist aber eben, dass ich das, was ich jetzt hier an Daten habe und auch die Informationen, was das Wiederholen betrifft, eben auch im Internet habe. So habe ich dann die Möglichkeit, das eben auch anzuwenden, wenn ich zum Beispiel ein Handy oder ein Smartphone allgemein benutze, um da dann dran zu lernen. So, jetzt also das Thema zum Thema Synchronisieren. Vielleicht fangen wir jetzt mal an und erstellen uns einen eigenen Kartenstapel. Dazu gehen wir auf die Übersicht, Stapel schließen. Wir erstellen einen neuen. Und ich möchte als Chemielehrerin einfach mal einen Kartenstapel zum Thema Atomsymbole erstellen. Und nach kurzer Zeit kriege ich dann hier eine andere Übersicht. So, der Kartenstapel zum Thema Atomsymbole, der ist ja noch leer. Und da muss ich also Inhalte hinzufügen. Ich kann auch zurück zur Übersicht über die Stapel. Das mache ich jetzt aber nicht. So, wenn ich auf dieses Plus hier oben oder hier jetzt eben hinklicke, erscheint ein kleines Editor-Fenster. Ich habe Eingabebereiche Front und Back, Tags, also diese Kategorisierungsbegriffe und hier verschiedene Möglichkeiten, etwas zu formatieren. Der Begriff Kartenlayout, der kommt später noch, weil das ein bisschen fortgeschrittene Sache ist. So, ansonsten Fett hervorheben, Farbe ändern, wie ich es möchte. Also Atomsymbol ist ja das Thema, das heißt, ich möchte lernen. Wichtige Atomsymbole zum Beispiel ist das H, das ist ja der Wasserstoff. Und ich füge das jetzt einfach mal hinzu. Jetzt muss ich nicht nur wissen, H ist Wasserstoff, auch umgekehrt. Wasserstoff entspricht ja dem Symbol H. Also füge ich das auch hinzu. Eigentlich ist es ja ärgerlich. Ich habe jetzt beides mal das gleiche angegeben. Und nur die Vorder- und die Rückseite der zwei Karten vertauscht. Anki ist da so ja, optimal darauf aufgebaut, sich hier Zeit zu sparen, indem er nämlich Folgendes macht, und zwar hier oben Karten forward, also
vorwärts lernen. Und dann kann ich eben auch noch Reverse anklicken. Das Interessante ist, ich muss jetzt also nur einmal etwas angeben. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Fakten. Ich gebe also den Fakt ein, das O und der Begriff Sauerstoff, also das Element Sauerstoff, zusammengehören. Und wenn ich jetzt auf Hinzufügen klicke, wird nicht nur eine Karte, sondern zwei erstellt. Nämlich einmal die Hinrichtung, O ist Sauerstoff und umgekehrt, Sauerstoff ist O. Das machen wir, indem wir mal kurz den Editor schließen und uns die Karteikarten anzeigen lassen. Und dann sehe ich eben, dass ich auch für Sauerstoff jeweils zwei Karten habe für beide Richtungen. Also man kann sich hier wirklich sehr viel Zeit ersparen, wenn ich eben diese Möglichkeit dann nutze. Vorwärts und rückwärts. Ne? Nehmen wir mal noch weitere Beispiele. Aluminium hinzufügen und ich kriege zwei dazu und so weiter. Kupfer, Cu, auch hier wieder hin und zurück. So, jetzt möchte ich mal kurz das unterbrechen. Leider wird das hier nicht so ganz automatisch erneuert. Ich könnte es so machen, dass ich das neu anzeigen lasse und dann ist es wieder alles da. Ich möchte noch mal auf ein paar Sachen hinweisen, die auch beim Lernen dann wichtig sind zum Thema Tags. Ich habe jetzt hier momentan die Elemente bzw. die Kärtchen ohne Tags versehen. Man könnte natürlich das Ganze auch kategorisieren, zum Beispiel sortieren nach Hauptgruppenelementen und Nebengruppenelementen. Zum Beispiel hätte ich beim Aluminium eben ein Hauptgruppenelement, Kupfer ist Nebengruppe. Jetzt könnte ich also hier zum Beispiel eintragen, Hauptgruppe, Nebengruppe. Nur ist das natürlich sehr aufwendig. Am besten ist es, man macht es auch von vornherein gleich bei der Eingabe. Oder ich markiere jetzt alles. Dazu nehme ich, wenn ich mehrere markieren will, die Steuerungstaste und füge dann hier den Tag Hauptgruppe hinzu und hier noch Nebengruppe, das wird automatisch übernommen. Das ist, wie man hier sieht, auch ein Vorteil der Tatsache, dass die zusammengehören. Das ist ja ein Fakt, nämlich dass Cu und Kupfer zusammengehören und in der Vorwärts- und in der Rückwärtskarte ist also beides automatisch ergänzt. So, diese Auswahl über die Tags, die habe ich jetzt eben auch hier. Das ist vielleicht später für die Bearbeitung wichtig oder eben auch zum Lernen dann, dass ich eben sagen kann, ich lerne erstmal die Hauptgruppenelemente oder erste Stunde. Alles, was ich in der ersten Stunde bearbeitet habe, wird mit einem speziellen Tag versehen und ich lerne das oder zweite Stunde und so weiter. Also kann ich eben hier dann aussortieren das Ganze. So, jetzt möchte ich noch eine etwas fortschrittlichere Methode zeigen. Und zwar habe ich ja bisher die Karten sehr einfach gehalten. Das heißt einfach das Symbol und auf der anderen Seite der Name des Elements. Wenn man das ein bisschen hübscher haben möchte, in dem Sinne, dass man also etwas Text dazu hat, könnte man natürlich dann schreiben, welches Element entspricht dem Symbol Cu. Und Antwort wäre dann Kupfer oder umgekehrt. Welches, ja, das ist der gleiche Fakt hier. Also zum Beispiel Kupfer, welches Symbol hat das Element Kupfer? Das sind verschiedene Texte. Wenn man das so machen wollte, müsste man ja es quasi von Hand jeweils machen. Das heißt, ich könnte diese Idee der Vorwärts- und Rückwärtskartenerstellung über einen Fakt nicht mehr anwenden. Allerdings, auch hier gibt es eine sehr schöne Lösung, die ich vorstellen möchte. Da das hier etwas stört, lösche ich die einfach mal und fange nochmal von vorne an. So, was ich mache, ist, dass ich ein Kartenlayout verwende, bei dem ich also einfach komplexere Karten erstellen kann, obwohl ich
einfach nur wenig eingeben möchte, nämlich ich gebe nur den Fakten an, Cu und Kupfer hängen zusammen, H und Wasserstoff und so weiter. Es soll mir aber bitte ein ordentlicher Text dazu präsentiert werden. Und damit ich das nicht immer kopieren muss, erstelle ich mir ein Modell, ein Kartenmodell. Und dieses Kartenmodell werde ich neu erstellen. Ich sage, ich kopiere einfach mal dieses Einfache. So, dann habe ich das kopierte einfach und gehe auf Bearbeiten. Ich nenne es mal Symbolelement. Und zu diesem Modell habe ich jetzt zwei Varianten, nämlich dieses Forward und Reverse. Und die muss ich jeweils einzeln noch bearbeiten, indem ich eins auswähle und dann hier auf Kartenlayout gehe. Ich mache das Fenster noch mal ein bisschen breiter. So, zunächst mal erstelle ich die Felder. Der Name Front und Back sind nicht gerade sehr aussagekräftig, deshalb nenne ich den Namen für den einen nenne ich Symbol, also mein Atomsymbol, und für die Rückseite ist es das Element. Das sind jetzt die Namen der Felder, die ich dann eingeben muss. Und als Vorlagen verwende ich für die Vorwärts, also Symbol, da frage ich, zu welchem Element gehört das Symbol? Das Symbol. Symbol und als Antwort bleibt einfach der Elementname. Ich schließe das und bearbeite die Rückrichtung, Kartenlayout. Hier ist jetzt schon vertauscht, das heißt, ich würde dann vielleicht hier ergänzen, welches Symbol hat das Element, und die Antwort ist auch einfach wieder Symbol. So, das schließen wir alles. So, und jetzt habe ich neben einfach auch noch mein Modell, das ich da gerade erstellt habe. Man sieht jetzt auch den Unterschied zu vorher. Hier steht jetzt nicht mehr Front und Back, sondern Symbol und Element. Und jetzt gebe ich einfach mal an, Symbol AL und Element Aluminium. So, und wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, kann ich eine Voransicht bekommen. Und da sieht man, dass hier direkt übernommen wird, also dass der Text wird immer eingefügt und dazu Aluminium und das Umgekehrte. Ich füge es einfach mal hinzu und schließe es und lasse mir die Karten wieder neu anzeigen. Und da sieht man jetzt, dass ich also in einem Zug Karten bekommen habe, aus dem gleichen Fakt, nämlich Aluminium und AL, aber eben mit richtigem Text dazu. So, und das kann ich jetzt also ganz schnell machen. Ich vergesse jetzt mal die Tags, die habe ich ja soweit erklärt, also hinzufügen. Und man sieht, man erspart sich also jetzt unheimlich Zeit beim Schreiben, man muss sich nicht mal um irgendwelches Kopieren kümmern, sondern einfach nur die zwei Fakten, ich denke, jetzt wird es auch klarer, was mit Fakt gemeint ist, eingeben und die Karten werden automatisch erzeugt. So, also viel Text. Ich habe ganz wenig eingegeben. Das heißt, man kann hier recht schnell Sachen eingeben. Für verschiedene Typen von Fragen erstellt man sich dann halt verschiedene Kartenlayouts oder Kartenmodelle und kommt so zu einem ordentlichen Kartenstapel innerhalb recht kürzer Zeit. Das war soweit. Ich werde versuchen, über eine Webcam auch mal zu zeigen, wie das Ganze auf Android funktioniert, damit ihr seht, wie man das Ganze dann eben lernen kann.